Jetzt sitzt der kleine Stadtstreicher neben dem ältesten Teilnehmer dieses Vienna Classic Day Specials. Nein, natürlich neben dem Fahrer des ältesten Fahrzeuges. Was kannst du mir über dieses Fahrzeug erzählen? Es ist immer wieder interessant, wie die, sage ich mal, beste Technologie, die damals gebaut werden konnte, eben auch gebaut worden ist, und das ist das Interessante. Unter anderem hat man im Jahr 1915 oder 16 eine Expedition von Alaska, von Südalaska nach Nordalaska gemacht, um die Fähigkeit zu beurteilen, ob man hier Straßen bauen kann. Dann hat der 100. Geburtstag des Autos sozusagen gedroht. Und dann hat meine Frau sofort die Idee gehabt, na gut, wir nehmen uns etwas mehr Zeit. Es war ein Familienurlaub in der Toskana geplant. Es hat genau gepasst für unsere gesamte Familie. Und dann seid ihr mit dem Auto dorthin gefahren? Dann haben wir Urlaub gemacht. Genau, cool. Mit welchem Durchschnittstempo? Durchschnittstempo haben wir uns nicht ausgerechnet, wir haben uns 4 Tage Zeit genommen, um diese Strecke von ungefähr 1200 Kilometern zu bewältigen, und sind natürlich nichts Autobahn, sondern nur Bundesstraße, also wie der Großglockner, wie die ganzen Karnischen Alpen, Blöckengasse und so weiter, wie sie heißt, der San Daniele, die ganze, sagen wir, Alpen also runter. Bergstraße auch schon gefahren, also bergtüchtig. Ja, absolut. Größte Steigung in der Kaiserau, das ist zwischen Admont und ja, 26%, überhaupt kein Problem. Ja. Obwohl mich alle meine Freunde haben mich gewarnt, mit einem amerikanischen Fahrzeug, das 100 Jahre alt ist, in die Toskana durch. Aber es hat funktioniert. Es hat super funktioniert. War überhaupt kein Problem. Ja. Eine wunderbare Geschichte für den kleinen Stadtstreicher über das älteste Automobil der heurigen Vienna Classic Days. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Was haben jetzt diese Genüsse mit den Vienna Classic Days zu tun? Nun, ich gehe auf den Hintergrund und sehe einen Lieferwagen-Oldtimer, würde ich mal sagen. Kolschitzki steht am Auto. Ich nehme aber an, der gute Mann heißt nicht Kolschitzki. Nein, nein, wir haben diesen historischen Wiener Namen gewählt, nicht? Weil der Kolschitzki hat nach der Legende den Kaffee nach Wien gebracht. Und und wir haben also einen historischen Namensgeber und wollten auch ein historisches Auto dazu haben. Und so sind wir so zusammengekommen, wie wir heute da stehen. Das ist ein Framo, steht für Frankenberger Motorenwerke, ist eine sächsische Automobilfabrik gewesen. Das Auto ist von 1942. Später wurde die Fabrik dann vereinnahmt, wurde dann zu Barkas, was dann ja später der Standardtransporter in der DDR und im Osten überhaupt war. Habe ich übrigens letztens einen gesehen, als ich in Leipzig war. Ja, im Osten fahren noch einige rum. Ja. Ja, aber wir haben uns ja auch versucht, uns ein bisschen historisch zu orientieren. Deswegen ist also noch eine richtige Hebelmaschine, so wie die ersten Espressomaschinen waren. Also es soll so ein bisschen retro alles sein und historisch und zusammenpassen. Und was ich hier sehe, ist ein doppelter Käfer. Man könnte fast sagen, eine Käferfamilie. Ja. Und ich glaube, das stimmt auch. Sind das Zwillinge, die zwei Autos? Das ist ein Käfer, Baujahr 1952. Der hintere ist ein Käfer, Baujahr 1957. Komisch, aber es schaut wirklich genau gleich aus. Also man sieht, nicht jedes Auto hat sich immer radikal verändert. Wie seid ihr auf dieses Hobby gekommen, Käfer zu sammeln? Das war schon von klein auf so ein Traum von mir, mal einen VW Käfer zu besitzen. Ich habe den immer schon sehr schnuckelig und süß empfunden. Die runden Formen, die langsamen Geschwindigkeiten, die er gefahren ist auf der Straße. Und vor fast 4 Jahren haben wir uns dann den Traum erfüllt und haben uns 2 Käfer gekauft. Das ist ja, wenn ich mich nicht irre, der berühmte Brezelkäfer sogar. Dieses Cabrio aus dem Baujahr 52 ist ein Brezelcabrio. Das ist und richtig. Woran erkennt man jetzt für die Leute, die mit dem Brezelkäfer noch nichts anfangen, dass es ein Brezelkäfer ist? Das einfache Merkmal ist das Armaturenbrett.
bei dem Brezelkäfer sieht man diese, ich sag mal, ovalen, größeren Armaturen. Und beim etwas neueren Cabrio ist dann das ganze Armaturenbrett schon, ich sage mal, ziemlich aufgeräumt, ein bisschen modernisiert. Und an dem kann man eben, wenn man weiß, wie ein Brezel-Cockpit ausschaut und wie ein Nachfolger-Cockpit ausschaut, kann man es eben erkennen. Jetzt habe ich bis jetzt mit dem Brezelkäfer die Heckscheibe verbunden. Stimmt das auch? Beim Cabrio nicht. Beim Cabrio gibt es keine geteilte Heckscheibe. Aber bei der geschlossenen Version sehr wohl. Daran kann man dann auch einen Brezelkäfer erkennen. Ein stolzer Besitzer einer der vielen MGs, die hier bei den Vienna Classic Days dabei sind, sitzt jetzt in seinem Fahrzeug. Ich habe am Kennzeichen gesehen, da steht ja schon alles drauf. Braucht die Polizei da überhaupt noch eine Fahrererhebung machen? Naja, schon noch. Ne? Zweiter Besitzer steht nicht drauf am Kennzeichen. Also es steht drauf MGA, Baujahr 1960. Ist ein linksgesteuerter MG. Also er ist in Kalifornien zugelassen worden, 1960. Was ist die Faszination an einem Cabrio Oldtimer? Naja, die Faszination. Man genießt das Gefühl, wie man vor 60 Jahren Auto gefahren ist. Und ich bin auch kein Schnellfahrer, also ich möchte gerne das genießen und Kurven fahren und ja, Gegend auch bewundern. Einfach herumbrusen, ja. Vor mir habe ich eine offene Motorhaube, die Form erinnert mich frappant an einen VW-Käfer, aber es ist kein VW-Käfer. Nun, und was ist das jetzt für ein Fahrzeug? Also das ist ein Steyr Typ 55, auch Baby genannt. Ah, das legendäres Fahrzeug. Genau, so ist es. Ist ein Baujahr 1939 und ist komplett restauriert. Ist zwar eine Ähnlichkeit mit dem VW Käfer vorhanden, ist aber ganz ein anderes Konzept. Frontmotor, wassergekühlt, selbsttragende Karosserie und ja, ist auch nicht vom Porsche entwickelt, wie es heißt, sondern war der Jeschke. Wie kommt man dazu, so ein Baby zu adoptieren? Das war eigentlich ein glücklicher Zufall. Ein Arbeitskollege von mir, durch einen Todesfall, hat er eine Erbschaft gemacht, wo auch zwei solcher Karosserien dabei waren und ich glaube Teile von mindestens 4-5 Fahrzeugen. Und mein Vater war schon immer sehr Oldtimer begeistert und dann habe ich die Fahrzeuge gezeigt, die in einem sehr schlechten Zustand waren. Und die konnte ich dann wirklich sehr günstig kaufen, das war 2003. Dann haben wir mit einem begonnen, der war dann im 2010 fertig und der zweite war dann 2016 fertig. Das war ein 36er Baujahr, den haben wir dann nach 80 Jahren eben im Prinzip wieder zugelassen. Aber den habe ich nicht mehr, den habe ich in der Zwischenzeit verkauft. Aber der wird uns sicher in der Familie bleiben, eben dadurch, dass noch mein Vater die ganzen Restaurationen gemacht hat. Ein wunderschöner Pontiac Firebird. Aber wie kommt es zu dem Kennzeichen Ektor 1? Das verbinde ich ja eigentlich mit einem Film. Ja, ein Film. Und auch nicht mit dem Fahrzeug, aber wir haben gedacht, das Wunschkennzeichen auf einen Amerikaner passt nichts besser als Ektor 1 von Ghostbusters. Und Pontiac Firebird ist natürlich ein Wahnsinnsfahrzeug. Wie kommt man an dieses Fahrzeug? Also im Gegensatz zum Mustang oder Camaro ist es ein sehr seltenes Fahrzeug bei uns. Es ist nicht so beliebt anscheinend oder hat nicht den Kultstatus, aber das ist genau das, was das Interessante ist. Ich habe wenig noch gesehen, bis gar nichts. Den habe ich vor 5 Jahren oder so gekauft. War der einzige inseriert und ja, der Motor und alles war das Verkaufsargument für mich. Was hat denn der unter der Haube stecken? Das ist ein 400 Kubik-Inch Motor, das sind 6,6 Liter. Und ja, wurde damals mit 300 bis 350 PS beschrieben. So, vor mir habe ich jetzt eine Charleston-Ente. Das ist ein ganz spezielles Fahrzeug und da werde ich jetzt einiges drüber erfahren. Was ist das Besondere an diesem Fahrzeug? An diesem Fahrzeug ist das Besondere die Bemalung, die Lackierung. Und auch der Charleston ist um 2 PS stärker als der normale.
Vor mir habe ich jetzt den Mann, der diese Vienna Classic Days organisiert, Rudi Bromberger. Wie kommt man dazu, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung mit dieser Qualität überhaupt mal ins Leben zu rufen? Naja, die Idee ist vor vielen, vielen Jahren geboren, weit über 30 Jahren. Wien hat ein tolles technisches Museum, aber leider kein Oldtimer-Museum. Und dann entstand gemeinsam mit Freunden, auch mit Mitarbeitern, die Idee, wir machen einmal im Jahr, Wochenende ist dann daraus geworden, ein Oldtimer-Museum mitten in Wien, in der Kulisse der Stadt. Und was das Besondere daran ist, dass diese Autos einfach nicht nur herumstehen sollen, sondern auch fahren, sich bewegen, wo die Leute Freude haben. Und daraus sind die Wiener Klassikers entstanden. Wir haben einen Enthusiasmus. Der Applaus des Publikums ist immer wieder die Motivation, weiterzumachen.